Willkommen zurück. Immer noch unterwegs mit dem Luftschiff. Jetzt denke ich schon langsam wieder an den Rückflug. Und dann habe ich, wie gesagt, zwei ganz nette Stellen, wo man sich Höhlen anschauen könnte. Und da ich jetzt wieder eine neue Rüstung habe und so, könnten wir da einfach mal hingehen und uns das anschauen. Was denn das da hinten für eine Felsnase? Das interessiert mich jetzt noch. Alles sehr knapp unter dem Wolkenlevel. Ist ja mitten in der Landschaft einfach eine so eine Felsnadel. Ich könnte überlegen, da oben drauf ein irgendwas zu bauen, ein Haus oder so. Das wäre aber schon wegen der Wolken doof. Mit der Version 1.9 ist quasi, sind die Wolken wieder über der maximalen Höhe, in die man bauen kann. Das heißt, die sind nicht mehr im Weg und fliegen nicht mehr durch Gebäude durch. Was ich persönlich schon ganz praktisch finde. Nämlich so wie jetzt sieht man dann überhaupt nichts. Ist auch wieder jede Menge Kohle an dem Felsen. Das könnte ich ja schon wieder langsam an den Rückweg denken. Es schwebt sogar einfach hier. Oh, jetzt geht die Sonne unter. Ja. Also nachts kann mir eigentlich hier in der Luft nichts passieren, aber man sieht halt auch nichts. So, jetzt versuche ich einfach mal alles, was das Luftschiff an Speed bringt. Das sieht ja auch interessant aus hier. Ach ja, das müsste ich gleich eins meiner Gebäude sehen. Genau. Da ist das. Der Pfahlbau. Kommt denn mit dem Laden der Blöcke nicht nach? Gut. Na, lad schon. Ich möchte sehen, wo ich hinfliege. Ah, da. Ups, ein Creeper. Oh, und ein Skelett. Tja, es ist gerade nicht so sicher, hier zu landen. Vor allen Dingen nicht, wenn da ein Creeper rumläuft. Was mache ich denn jetzt? Da ist noch ein Creeper. Da war ich einfach zu lange unterwegs. Das ist wirklich ein bisschen ungünstig. Ich hier lande und der Creeper explodiert neben mir, ist natürlich mein schönes Luftschiff kaputt. An Monstern rumläuft. Wo ist der Creeper denn hin, der hier war? Scheint so, als wäre er weg. Könnte es ja mal schnell wagen, hier zu landen. Ich hoffe wirklich, er ist weg. Schnell das Schiff hier hinsetzen. Und nichts wie raus. Ja, dieses Geräusch.
überall die Creeper unterwegs. Gut, Kohle. Moment. Also ein Bett, boah, das kann ich mal mitnehmen in die Höhle. Eisen macht natürlich irgendwie keinen Sinn. Die Kohle nehme ich mal mit. Da machen doch eher Leitern einen Sinn. Und Stein brauche ich im Prinzip auch nicht, wenn ich auf Expedition gehe. Aber ich kann mir schon mal ein paar Fackeln machen. In Ordnung, dann geht es nach unten. Dann zeige ich euch mal die erste Höhle, die ich glaube entdeckt zu haben. Ups, und zwar habe ich die auf dem Rückweg der letzten Höhlenexpeditionsrunde entdeckt. Voll daneben. Stehen, du blöder Creeper. Muss mal ein bisschen aufpassen, dass er nicht. Ah! Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, man muss immer aufpassen, dass da nicht noch einer in der Nähe ist. Da kam doch tatsächlich einer um die Ecke und da ist noch einer. Das war knapp, der hätte mir beinahe meinen schönen Wasserfall in die Luft gejagt. Ganz zu schweigen von dem Gebäude. Jetzt habe ich mich aber mal richtig erschrocken. So, dann immer schön in Bewegung bleiben. Und auf zum Höhleneingang. Den habe ich, wie gesagt, auf dem Rückweg von der letzten Expedition gefunden und der liegt erstaunlich nah eben an meinem Stützpunkt. Ich meine, ich hätte ihn auch mit Fackeln markiert. Ein bisschen schwer zu sehen, was ich mir dabei gedacht habe. Da unten wahrscheinlich. Und wenn wir schon hier sind, nehme ich auch die Bodenschätze mit. Riesiges Kohlevorkommen. Das kann ich auch vom Rückweg mitnehmen. Da sieht man irgendwas? Ich schmeiß da einfach mal die Fackel hin. Ah, das scheinen Fossilien zu sein. Eisen nehme ich auf alle Fälle mit, weil da bin ich nicht so mit Riesenvorräten gesegnet. Das ist natürlich, wenn es dunkel ist, fürchtet man immer, dass gleich irgendwas hier rausgeschossen kommt. Sieht aber gut aus. Ach, waren doch keine Fossilien. Ist nur. Na, Salpeter oder Schwefel. Eins von beiden. Aber zumindest finde ich hier ganz gut Eisen. Ist ja auch schon mal was wert. Ich muss
zugeben, so bei Höhlenerkundungen, auch wenn es nur Minecraft ist, bin ich so immer so ein bisschen schissig, weil ich mich wegen jedem Krempel erschrecke. Hat man ja gerade bei dem Creeper gesehen, da habe ich mich jetzt auch ganz schön erschrocken. Eine Spitzhacke habe ich jetzt verloren. Schwefel und Salpeter kommen immer im Doppelpack vor. Eigentlich auch immer in Dreierblöcken. Ziemlich düster. Dabei muss ich auch immer auf die Uhr gucken. Aha. Die Höhle ist Wasser. Ja. Ach, schau an. Da geht es hin. Es ist sehr praktisch, dass die Fackeln mit hier einer meiner Modifikationen quasi leuchten, auch wenn man sie herumwirft. Scheint es immer noch weiter zu gehen. Und hier ist wieder Eis. Erkunden dieser kleinen Höhle hier habe ich jetzt schon mehr Eisen gefunden als durch bei meinen ganzen Minenanlegversuchen zusammen, habe ich so das Gefühl. Da hört man ein brennendes Skelett. Richtung weiter. Schmeiß ich da mal einen runter. Ui. Das ist ohne Scherz endlich mal anscheinend eine richtige Höhle. Na, das ist keine gute Idee. Ja, mit der Gartenhacke geht's wohl kaum. Wunderbar, jetzt ist die Folge auch gleich schon wieder vorbei und dann sehen wir uns beim Erkunden der Höhle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!